Jo Leute, willkommen zu. Oh, ich habe ganz vergessen zu gucken, ob ich das jetzt lauter gestellt habe oder fuck. Ja, egal, ich habe keinen Bock abzubrechen. Wir können hier Konzentration und so erhöhen. Was sind hier von allen den Superfähigkeiten? Ja, Konzentration ist aber Müll. Ja, nee, dann nehmen wir doch Konzentration. Was ist das? Tiefe Konzentration. Konzentration, Regeneration. Stell Konzentration schneller wieder her. Ja, aber den brauche ich nicht. Ich bin super. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Der Kack-Noob. Ja, den haben wir im letzten Part niedergestreckt. Das war, glaube ich, Part 4. Ne, 3. Jetzt ist 4. Ja, jetzt ist 4. Part 4. Und Alter. Und das ist noch nicht mal die beste Qualität, die man hier rausziehen kann. Weil ich eher auf Performance als auf FPS gehe. Ui. Ui. Kann ich den behalten? Lagen die hier die ganze Zeit? Hätte ich da mit dem Boss easy klatschen können? Oh nee, die waren für den Boss. Ja gut, ich habe mit dem Bogen gemacht, das reicht. Damit wäre es ja easy gewesen. Oh. So, nehmen wir das so mit. Oh. Dann noch Trüschen. Mitnehmen. Wichtig, wichtig, wichtig. Bin ich im Feuer? Fick dich. Naja, war halt wenigstens alles von der Seite beobachten können. Also ja. Passt. Ach, ich habe 10 Leben dazu bekommen, sehe ich gerade. Ich hatte vorher, glaube ich, nur 210. Kann ich Gaia neu starten? Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Nö. Okay, ich muss zum Serverraum. Aber oh, wie es also vermodert aussieht, Alter. Wenigstens sogar Glashorn, wenn ich dagegen haue. Klar, sie können sich kaputt gehen lassen, aber schon sexy. Ich bin nah dran.
Ich muss es sein. So, dann gehen wir mal hier. Was hier denn? Das erinnert mich ein bisschen an die Ice Base aus hier. Star Wars 4 war es, glaube ich. Gott, das ist lange her, muss ich mal wieder gucken. Was ist das? Na gut, die kann ich auch nicht mal scannen. Ja. Bitte sei noch da, bitte sei noch da. Bitte sei noch da, bitte sei noch da. Hauptquest abgeschlossen. Das heißt, ich krieg 500 XP. Ja! Komm, gib mir ein Level ab. Hier ist es ja. Naja, Version 6.9. 69. Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler, Schlangenbrut, mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Terraforming System. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Einfach ein Sechsklässler. Das heißt, wir haben jetzt die Kopie von Gaia. Aber sie ist Schrott. Aloy? Wir können sie aber reparieren, wenn wir die Daten korrigieren. In die richtige Form. Die Göttin? Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Scheiß drauf, nimm's mit. Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Ja. Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Noch. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber... Ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Tschüss! Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt, Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter.
Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Ui. Okay. Stur lächeln und winken. Sind wir beim Tutorial durch? Oh. Die Festung sieht aber geil aus. Ist das Jerusalem? Wir wollen kein Segen, wir wollen nackte Weiber. Ja. Bringt uns ins nächste Bordell. Du hast sie gerettet. Im Namen des Sonnenkönigs erwart der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Hm. Am Turm ist etwas passiert. Ja, da könnte renoviert werden. Und ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Wir? Ich würde eher sagen, die. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Scheiß Klimawandel. Ui, schicke Statue. Eines Nachts. Für eine halbe Minute glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Immer soll der Arme nur warten. Nö. Erstmal betrachte ich die Statue. Die sieht geil aus. Eine Statue von mir? Das ist neu. Sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber ja. Es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Du hast die Bastarde, glaube ich, im Vorspiel gerettet, also. Im Vorspiel klingt wie so ein Sexritual. Komm, wir glitschen uns da hoch. Ja! Auf Mami Schoß. Ja. Na egal. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Also krass, das grenzt, glaube ich, wo sogar wirklich direkt nach dem Horizon Zero Dawn Spiel an, oder? Da muss hier irgendeine Schlacht stattgefunden haben, weil hier ist alles kaputt. Stell ich mir jetzt mal vor, mit Hades, wo er auf irgendeiner fetten Maschine sitzt. Keine Ahnung, hab den Vorteil nicht geguckt oder irgendwie gespielt. Müssen wir auch noch nachholen. Der wird zwar jetzt nicht so spoilerfrei sein, weil... Naja, hier wird ja schon viel zurückgespoilert, sag ich mal. Kein gutes Gefühl dabei. Ach, ja auch nicht. Egal, komm, hau drauf. Was? Mein Spisch.
Ja, bitte. Oh, Übertragung, ja komm. Hau mal Radio raus. Radio Schleswig-Holstein. Oh. Wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Was? Ich soll jetzt auf den Turm? Oh nee. Wie komme ich da hoch? Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Aha. Ich könnte vielleicht die Stützen am Fuße des Turms hinaufklettern. Oh, lass mich doch drüber. Mann. Wertvolle Videozeit wird verplempert. Muss ich hier durch? Nee? Komm, wir glitschen uns da hoch. Schade. Also. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Ah, mit Kreis kann ich dann immer abspringen, wenn ich will, wann ich will, wo ich will. Mein Zugwerfer erreicht das von mir. Ich muss näher ran. Na, also. Das hält. Ach so. Jetzt sollte ich da hochkommen. Ja, was ist das? Um einen Greifpunkt zu nutzen, gehe in Reichweite und tippe. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Kann ich auch an der Rückseite des Towers hochklettern? Ne. Doesn't seem like. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Oh. Ich würde sagen, finden wir es lieber nicht raus. Jetzt geht's in die Battle Area. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Dumm, dumm. Wie soll sich das wohl erklären? Mhm. Wenigstens sieht das Ding sexy von außen aus. Kleiner Tipp, ich würde daran nicht rumspielen, weil es könnte eventuell böse Maschinen, glaube ich, freischalten. Da ist der Knoten. Sperre übernommen. Ah, das zeigt mir, wo die Engine ist, oder was? Der Fels. Na, Aloy. Du hast meine List also endlich aufgedeckt.
Oh mein Gott, LeBron James! Ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen. Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Sobald deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Aber der ist doch verboten. Ich werde kommen. Ja, tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Oh. Gewurmelt. Oh, sieht das geil aus. Hau drauf. Gott, ich verstehe nichts. Ich muss den Vorgänger unbedingt schnell nachholen. Was da oben passiert? Ja, nicht. Als ob dir das nicht aufgefallen ist. Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Nein, musst du nicht. Safety first. Sieht wie ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ja, pff. Dazu kann ich jetzt noch was sagen, was ich auch tun werde. Der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet. Einfach Ukraine. Viele Menschen müssen in Kriegen immer sterben. Das ist so Pflicht wie 60 Euro oder mehr bei Vollpreistiteln. Na gut, dann würden sie auch nicht Vollpreistitel heißen, also... Out of map. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier sollte ich glaube ich nie oben stehen. Ja, man konnte doch bestimmt save in der Schlachter. Die angesprochen wurde mit den Flammen um Ehre und so oder so. Konnte man jedoch bestimmt hoch. Ich finde es schön, wenn die Story so knapp neben der vorherigen anschließt. Nintendo macht das nie. Die sagen dann, naja, ein paar Jahre vergangen, juckt nicht. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Siehste, sag ich doch. Der Krieger kontrolliert den Großteil. Juck nicht. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Der Sonnenkönig, der Schattenbrauch. Ja, super. Puh. Schön, dich zu sehen. Das ist der Typ, der mich eskortieren soll? Oder die Kleine, der Kleine, war so immer klein. Wie der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber.
Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Hm? Wirklich? Muss das sein? Krieg jetzt mein Gleiter. Reichszepter. Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Kannst du dir beide Hände ins Maul stecken? Ich will deine Fresse nämlich nicht mehr sehen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ja, weg hier. Nieder mit dem Müll. Entfernt Aloy Speer. Erhalten Streiterin Speer. Was? Warum auch? Aber bestimmt war Aloy Speer der originell aus dem vorherigen Teil. Der Bildhauer wollte etwas, aber ich dachte mir, das gibt. Du hattest recht. Ah, ich kann so skippen. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Wir wollen hier eure Sachen wieder haben. Mögen Kopfschmuck? Natürlich nur ein bisschen. Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Itamin wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Gib mir eine Knarre. Ich entferne die Kinder. Der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Hm. Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall... Unfreundlich. ...den Thron nie begehrt. Und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Zeit zu gehen. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein.
Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Perversling! Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Nein. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Wähle Faust, um Aloy stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle Kopf und Aloy und ihre Einsicht, um ihre clevere, weniger offensichtliche Herantragungsweise zu nutzen. Wähle Herz, um Aloy bekundet ihr Mitgefühl oder verleiht ihr ihren tiefsten Überzeugungsausdruck. Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht. Jetzt darf ich mal korben, ja! Dieses Spiel gibt mir die Macht. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Wegen dir habe ich 15 Minuten Folgenzeit verloren. Fick dich. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, Drecksperverser, fick dein Kind. Leb wohl. Mir ist doch kackegal. Gott, war der schon im Vorteil so pervers? Meine Fresse. Perversling. Wie sie Reaktionen zeigen und so ein bisschen zur Seite gehen. Ja, aber ich habe schon wieder genug aufgenommen. Ich werde aber noch meinen Speer wenigstens modifizieren, glaube ich. Bleh. Eine Werkbank. Okay. Masterüberprüfung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Uthel, ist doch klar. Ups. Das lassen wir noch durchlaufen und das Ende. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns... Halt dein Maul, sonst kommst du zurück dahin, wo du hergekommen bist. Geh. Mit unserem Segen. Immer. Nicht jetzt! Warum auch vorne? Mann! Warum immer dann, wenn's gerade... Ey, ich kann kein Let's Play aufnehmen, ohne dass ich auf Online gestellt bin. Diese Offline-Hier-Einstellung ist wirklich das Beste, was du machen kannst. Es ist zwar Nicht jetzt! Und nicht gleich! Ich nehme... Mann! Egal, einfach weitermachen. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Avad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten.
Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Oh. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Er sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Oh. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Oh. Mit dir, Vanasha. Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Du als Kindermädchen, seltsam. Itaman hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itaman? Ja, okay, ich geb's zu. Itaman ist süß, lustig. Hui. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Also, Ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Ich werde jetzt, glaube ich, auch aufhören zu recorden, weil zu spät und so und bla bla bla. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.